Seit annähernd einem Jahr stehen Mannheims Jugendliche auf der Straße und kämpfen für ein Jugendzentrum in Selbstverwaltung. Wir haben von der Stadt gefordert, wir wollen Räume, wir wollen Geld und wir wollen keine Einmischung. Und das war natürlich erstmal ein Novum, ja. Also das war, konnte sich keiner von den Verantwortlichen eigentlich vorstellen, dass man so einer wilden Horde jetzt da Geld in die Hand gibt und die damit machen, was sie wollen, ja. Und sie haben keinen Einfluss darauf. Jeder kam da so auf die Idee. Es sprach sich rum. Wir brauchen eigentlich nicht immer in die Gaststätte gehen und Cola trinken oder irgendwas und teures Geld, sondern wir können doch versuchen, so ein Jugendzentrum zu erkämpfen. Also das war schon irre. Da warst du quer übers Land, überall, in jedem dritten Kaff gab es irgendwie so eine Bewegung. Die wollten eigentlich frei sein. Also eine ganz bestimmte Vorstellung. Und wir hatten ja Fernsehen. Wir haben ja gesehen, wie die aussahen, die da zurückkamen aus Vietnam und haben Liebe, Make Love Not War, ja, auf den Schildern stehen gehabt. Ja, das wollen wir auch so haben. Man durfte einfach nicht jung sein, man durfte nicht verrückt sein, man durfte, alles durfte man nicht sein. Und dass das natürlich irgendwann mal nicht mehr funktioniert, das haben sich viele damals überhaupt nicht vorstellen können. Also von den Konservativen, von den Leuten, die so geglaubt haben, sie wären die Gesellschaft. Denn das passive Licht in ihren Kram hinein, weil wir anfangen, wir selbst zu sein. Doch lassen wir uns von ihnen nicht sagen, wie wir, ja wie wir hier zu leben haben. Darum sing auf. Wir werden kämpfen, wir werden siegen. Ein Jugendzentrum werden wir kriegen. Wir werden kämpfen, wir werden siegen. Ein Jugendzentrum werden wir kriegen.